Wir werden kämpfen gegen die Torsteinerladen. Wir werden ihn dicht machen. Und das ist heute nur der Anfang für eine ganze Reihe von Aktionen gegen Neonazis, gegen rassistische Zustände, gegen Torsteiner. Tönsberg dicht machen. Darf ich Sie noch fragen, warum wir heute hier sind? Weil ich aufgrund meiner Vergangenheit und der Vergangenheit meiner Eltern zu viel über das gehört habe, was Faschismus bedeutet. Und wenn heute die Nachfolger, das heißt die Neofaschisten, sich in der Hauptstadt dieses Landes zeigen und breit machen, dagegen möchte ich protestieren. Ihre Eltern waren im Dritten Reich betroffen von den Nazis? Oder? Ja, sie waren im antifaschistischen Widerstandskampf und sind gejagt worden. Ja, ich kann gleich fortsetzen. Mein Schwiegervater wurde hingerichtet von den Nazis wegen des Widerstands. Und jetzt bin ich Weißenseer Bürgerin und möchte diese braune Suppe hier nicht sehen. Außerdem, die aktuellen Ereignisse zwingen ja eigentlich dazu, dass die Bürger sich gegen solche Leute wenden. Ich bin hier, weil ich Weißenseherin bin und weil ich nicht möchte, dass ein rechtsradikaler Laden in Berlin irgendwelche Sachen verkauft. Ja, ja, einen rechten Laden bei uns haben wollen. Und ich freue mich sehr, dass vor allem sehr, sehr viele junge Menschen, aus welchen Gründen auch immer, wir sind ja hier wirklich die Omas und Opas unter denen, die hier sind. Und das macht einen wirklich, das ermutigt einen. Okay. Torsteiner und ein Laden, der Torsteiner verkauft, auch eine direkte Bedrohung für alle Leute in der Umgebung, die nicht in das Weltbild von Neonazis passen, die nicht so deutsch aussehen, wie das, was von Neonazis programmiert wird. Darum sagen wir, weg mit dem Torsteiner-Shop Tönsberg in Weißensee. Bei dessen Stammkunden Postkartenaufkleber, die dem aktuellen Katalog beigelegt waren, informierten über die Neueröffnung im Berliner Nordosten und warben für diese mit einem 10% Rabatt auf alle Textilien. Bereits Anfang Oktober ging die erste Miete auf das Konto der Immo Haus GmbH, die als Vermieterin in diesem Zusammenhang auftritt. Rund 400 bis 500 Euro die 110 Quadratmeter zahlt die rechte Bekleidungsfirma monatlich an Klaus Rosenthal, dem Eigner der Immobilie. Dass Rosenthal über den zukünftigen Verkauf rechter Gesinnungstextilien in seinem Haus nichts wusste, kann Mensch nicht behaupten. Gegenüber dem Berliner Kurier äußerte er sich wie folgt. Originalzitat, ganz ehrlich, mir ist es egal, wer mir die Miete pünktlich überweist. Ich hatte dass dieses Klientel auch immer wieder übergriffig wird. Hier am Antonplatz, aber auch in der Straßenbahnlinie 4. Dieses Klientel wollen wir hier nicht haben. Wir wollen keine Nazis in Weißensee. Wir wollen keine rechtsoffenen Vögeleien mehr hören und sagen deshalb ganz einfach, Weißensee bleibt nazifrei. Scheiß nicht dicht und wir werden wiederkommen, bis sich die Nazis auf weißen Weg verpisst haben. Alle sind wieder
dabei wart. Pankow ist tolerant und weltoffen. Wir brauchen keine Nazis und keine Nazi-Läden in Pankow nicht und auch nicht in Weißensee. Wir werden nicht locker lassen, wir werden weiter aktiv sein, bis der Laden hier aus von der Berliner Allee verschwunden ist. Wir wollen ein friedlicher Bezirk sein, ein friedlebender Bezirk sein, ein vielfältiger Bezirk sein, in dem keiner Angst haben muss vor rechten Übergriffen.